Ich hoffe es zumindest. Schauen wir mal. MX? Neues Spiel. Habe ich auch noch nie gemacht. Mitten im Livestream umzuschalten. Fantasy GDR. Ost-Berlin, East. Meine kleine DDR. Ost-Berlin, Ost-Berlin, East-Berlin. Meinst du die hier? Fantasy GDR? East Germany? Weil ich kann jetzt, es ist jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt raus skippen würde. Das ist die, Ibis. Das ist die. Ja, das ist sie. Okay, alles klar. Okay, wir gucken mal, was das ist. Wir schauen uns mal an. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Start an, Feuer normal, aktivieren, komplex, Crime und Justice kann ich leider noch nicht aktivieren. Und die Bevölkerung ist aber auch, ist aber teuer, weißt du das? Crime und Justice können wir noch nicht aktivieren, wir starten 1960. Normal, Sommer, Winter aktivieren wir mal. Das bleibt so, das bleibt so, das bleibt so, das ist okay. Okay, dann nehmen wir das so jetzt hin. Ich denke, das ist okay. Also fangen wir neues Spiel an. Fantasy GDR East Germany. Auf geht's. Ja, neue Stadt. Gleich von vornherein alles richtig machen. So, wie gesagt, für die Leute, die vorhin noch nicht da waren, Donnerstag habe ich meinen Termin beim Friseur meines Vertrauens. Und dann kann ich Freitag dann in Ruhe die Haare machen, färben. Und ja, nächsten Samstag dann werden wir dann, denke mal, mit der wunderschönen Farbe Flamingo Pink hier sitzen. Ne? Leise. Flamingo Pink. Krasses Zeug. Man soll sich den ganzen Kopf damit einschmieren. Also da, wo man nicht das die Farbe haben will, soll man sich komplett mit Vaseline einschmieren oder was weiß ich nicht was. Das ist schon heftig. So. Machen wir mal weg. Machen wir mal weg. So, neue Karte. Wir schauen mal. Uff. Uff.
Uff. Mmh. Ih. Aha. Mach's einen auf Pink Panther. Ja, es wurde sich ja so gewünscht, ne? Also Karl Marx statt. Ist aber echt. Okay, von der Höhe alles gut soweit. Wir brauchen mal erstmal was. Die Grenzübergänge werden wir noch überarbeiten. Also bleibt das nicht. Das ist hier No-Go. Muss ich mal überlegen, was schlau ist. Wo haben wir denn was? Möchte natürlich möglichst an der Grenze arbeiten. Was haben wir denn hier oben? Erstmal einen Standort suchen. Oh, schick so. Ah, das wäre die... Okay, das ist... Ah, gar nicht mal so schlecht hier. Beide Ecken. Wir hätten beide... Beide Dings hier. Ich glaube, hier können wir anfangen. Ich glaube, hier werden wir anfangen. Ich guck mal. Ich muss mal gucken, was die Mod sagt. Mine. Bagger, Kohlemine. Okay. Kriegen wir hier auf. Wenn wir hier ein bisschen Landarbeit machen, dann kriegen wir die auf 100%. Halt. 85%, ja, ist klar. Wir müssen die dann weiter reinkriegen. Hier. Ja, das ist aber wieder. Ich muss mir erstmal den passenden Platz suchen. Magdeburg. War ziemlich klein, Magdeburg. Fang auf der anderen Seite des Berges mit Benzin Plutonium an. Was? Plutonium? Ich kenne Plutonium nicht. Bitumen meinst du? Bitumen. Meinst du hier mit Öl anfangen? Ah, das war ja auch so eine Sache, ne? Musste ich wieder einmal hier rum, um an die Dings ranzukommen. Und da lang. Eieiei. Ja, ist auch nur eine Burg. Ja, also Öl ist natürlich hier da. Definitiv. Öl ist ja ordentlich da. Könnte man machen. Und dann auf der anderen Seite mit. Das ist echt. Öl ist kein Problem. Aber Uran ist zum Beispiel sehr wenig gesät und Bauxit ist fast nicht wirklich vorhanden. Ja gut, wir fangen an hier mit Öl. Alles klar. Hilft ja alles nichts. Mod. Ne, auf der Dollarseite runterfahren und dann einen Schlenker Richtung Russland. Du meinst einmal hier rum, hier quasi so. Hier so rum. Wird aber fast durch den Berg gehen wollen. Hier 4%. Hier ist... Achso, ne, warte. Hier ist das Feld. Okay, das geht. Geht sogar gut. Hier ist Platz, hier ist einiges. Ja, ein bisschen näher vielleicht sogar noch. Dass wir ein bisschen höher gehen. Komm, gib mir nochmal 100% hier. Hundert. Hier wären 100. Relativ nah dran. Was ist mal eben 2,3 Millionen. Die tun mir jetzt weh. Die tun mir jetzt richtig weh. Autsch. Die haben mir richtig weh getan. Krieg ich dafür einen Applaus? Krieg ich dafür einen Applaus, Leute? Das hat mir weh getan.
Nee, tun sie nicht. Doch, die tun mir weh. Klar, die tun mir die weh. 2 Millionen am Anfang sind böse. Danke. Dankeschön. Danke. So, warte mal. Jetzt lass mal uns ein Lager bauen. Ein Lager. Ja, vor allem, wenn man die Mine falsch umsetzt. Wieso? Ist doch nicht falsch rum? Ist doch okay. So, wusch. Kann ich doch überall ranklemmen. Ich kann doch jetzt hier den Dings ranbauen. Und danach da oben rausgehen. So, drehen wir einfach um. Kein Problem. Was kostet der Spaß? 100.000. Warum ich neu angefangen habe? Verdient. weil wir auf dem eigentlichen Spielstand das Problem mit der Loyalität nicht mehr lösen können. Denn, da war ja, wo wir den angefangen haben, da war das ja noch nicht das drin, das Update. Und das ist jetzt drin. Und, ja, die Loyalität geht weiter runter. Und jetzt fangen wir hier halt neu an in der Fantasy-DDR. Wurde sich gerade so gewünscht. Ja, und da werden wir das jetzt machen. Ich überlege aber gerade, ob wir hier noch weiter wegziehen. Wo ich ein bisschen weiter raus. Wir müssen ja hier nicht hin. Können die auch näher wegziehen, damit wir Platz haben. Und das ist jetzt unsere neue Karte. Fantasy DDR. Hinten ist sogar Magdeburg. Leipzig. Dresden. Alles da. So, okay. Also, machen wir folgendes. Jetzt werden wir hier eine Pumpe ransetzen. Eine Pumpe. La Pumpus. Du brauche ich so. Ja, mal so. Müsste gehen. So, dann bauen wir das mal so hin. Jetzt, Liquids. Liquids. Lieber nah dran und dafür deine Weiche viel Spiel haben. Nee, ich möchte hier rausgehen und hier dann irgendwie dann noch das Dings hinbauen, das Depot. In dem Moment. Also meine Idee dahinter. Wenn wir jetzt hier rausgehen. Was? Finde ich gut. Finde ich gut. Schneller. Das hier ist natürlich problematisch. Wenn wir uns hier durchkämpfen wollen. Verdammt langer Weg. Verdammt langer Weg. Was ist denn, mein Junge? Was ist denn? Ja, ich brauche jetzt mal ein Konstruktionsbüro. Doch viel, jetzt muss ich überlegen. Will natürlich möglichst nicht in einem, wenn wir es hier hinbauen, hier oben hin, hier vielleicht die Stadt am Berg bauen, das wäre vielleicht eine Idee. Weil da belästigen wir nicht das Öl. Belästigen wir nicht das Öl. Oh Mann, ey. Ed, es ist soweit, ne? Du bist echt fertig mit der Welt.
So, wo haben wir denn hier? Die 88B. Bagger und Bulldozer. Alter, mal eben 1,4 Millionen. Nur für die Bagger hier ausgegeben. Autsch. Aua. Das ist aua. Aber macht nichts. Wir können jetzt sparen uns jetzt die Arbeiten. Machen jetzt unsere Bagger. Die sind super. Bulldozer und baggern ein. Wenn wir hier vielleicht wirklich hier so lang gehen. Hier so rum. Eventuell. So, das passt. Nächste Baustelle. Das ist Bitumen. Nächste Baustelle ist... wir brauchen... Wo bist du denn? Das Kraftwerk. Und da brauche ich eigentlich erstmal jetzt ein Bitumen... Kraftwerk. Zwei, zwei. Kohle, Kohle. Light Night. Kohle, Kohle. 20.000 Kohle, ey. Wirst bekloppt. Lex mir Mosch. Okay, wir haben nur diese kleinen Teile hier. Nicht so die Burner. Sind nicht so die Burner. Aus hygienischen Gründen nein. Okay. Okay. Lass ich gelten. Was ist denn das? Hier, Bitumen Power Plant. Jetzt werden wir das einfach mal hier dran setzen. Oder wir klemmen das direkt. Na, warte mal, wenn die das leer pumpen. Können auch hier oben eins hinsetzen, aber dann wären wir wieder bei der Stadt so ein bisschen nah. Wenn wir da dann das Gebiet bauen. Ja, die Frage ist, mache ich ein Lager dazwischen oder nicht? Könnte ich natürlich, ohne Probleme. Und da dann so ran. Da durchfahren. Echt schon überlegen, wie man was macht. Schon vorausplanen. Okay, dann haben wir das Bitumenwerk. Das Bitumenkraftwerk, das ist okay. Dann überlege ich, ob wir dann zumindest ein klitzekleines Lager dazwischen knüppeln. Ich habe doch diese 120 Liter Tanks. Ja, den könnte ich natürlich dazwischen machen, aber der würde wahrscheinlich nicht abpumpen, weil da fehlt die Pumpe dann dazwischen. Du machst das schon richtig, denke ich. Aber jetzt juckt mein Auge, sorry. Sorry. 120 Tank, Bitumen. Hier die kleinen, die können wir noch dazwischen machen. Das sollte funktionieren. Da rein, da raus.
glaube, ich brauche dazwischen Pumpen, wenn ich mich nicht irre. Obwohl eigentlich... Also ganz ehrlich, wenn ich mir diese kleinen Pumpen jetzt hier angucke, diese kleinen Tanks, ist das ein Witz im Gegensatz dazu. Da kann ich auch wirklich genauso gut anfangen, mir diese großen Dinger hier hinzuknüppeln. Ich glaube, das ist so optisch gesehen besser. Würde ich jetzt fast behaupten, wenn wir uns hier die großen Dings hinpacken. Die sind echt viel zu klein. Nicht nur optisch. Ja, fürs Bitumenlager brauche ich nicht so viel. Machen wir. Wenn wir da lang kommen, da rum, dann stellen wir den so hin und gehen außen weg. Muss aber noch eine Pumpe dazwischen setzen. Machen wir so. Ist okay, kann ich mitleben. Na. Nicht Conveyor, Liquids. Und Eisenbahnanschlüssen. Am besten die mit 4 Tanks. Ja, das ist ja hier schon. Ist ja schon dran. Es geht mir nur darum, dass hier das Bitumenwerk auch versorgt wird. Maximal noch eine Stunde. Nicht so lange heute. Geht nicht anders. '88, geile Zahl, ja. warte mal, ich brauche die Pumpe. Ja, die geht dann so raus, das ist okay. Ganz ehrlich, der Bot von dem Stream-Stickers ist ein bisschen penetrant. Finde ich. So, der ist ein bisschen penetrant. Also der postet mir ein bisschen zu viel, also zu schnell. Wie gesagt, ich habe es gestern installiert. Muss ich echt mal ausprobieren nochmal. Ja. Ja. Ja, der ist ein bisschen... aber der hält den Chat aktiv. Ja, super, aber trotzdem, ne? Es ist doch... Also wenn es selbst dem Streamer auf dem Puffer geht, dann würde ich mir Gedanken machen. So ein bisschen. So. Du scharfe Kurve, ach. Na Mai, schau an. So, okay, das geht da rein, das geht da rein. Böser Bot wird gebannt wegen Spam hier. Ja, nee, ich werde da mal was einstellen. Ich gucke mir das nochmal an. Aber ich denke, diese Sticker-Geschichte ist eigentlich eine relativ nette Idee. So, das steht, das steht. Das ist auch okay, das läuft. Okay. Ich mach mal ein bisschen flotter. 400.000, okay, damit können wir arbeiten. Damit können wir auch arbeiten. Komm, mach fertig hier die Röhrchen. Okay, ist natürlich klar, ohne Strom. Okay, damit hätten wir zumindest schon mal die Grundversorgung. Aua. Jetzt gucken wir uns mal die Geschichte mit den Wegen an, mit den... kriege ich das so hin? Wäre geil. Wenn der so anschließen würde... das geht sogar. Guck mal, das passt.
Geilo. 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 Sehr schön, auch das klappt, kein Problem. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, Leute. Okay, das ist auch okay. Okay, das geht jetzt nicht. Macht aber nichts. Den können wir nämlich da anbringen. Haben wir den schon mal angeschlossen. Und dann können wir gleich anfangen mit den ersten Gebäuden. Der Bart muss wieder ab. Der Bart muss wieder ab. Der ist ein bisschen nervig jetzt. Warte, ich sehe nur Fussel. Okay. Du sagst, das ist noch nicht genug, ja? So, der ist auch dran. Weil ich das hasse, ne? Hier in der Nacht zu bauen. Das ist so anstrengend. Okay, das Einzige, was die beiden sind noch nicht angeschlossen, aber darum kümmern wir uns gleich. So. Theoretisch. Anschlüsse. Anschlüsse, perfekt. Hexi, hau dich hin. Sei lieb. Hau dich hin. So, also theoretisch. Ich sag zum Hund, hau dich hin. Was macht er? Er haut sich nicht hin. Gibt es eigentlich eine Taste für den schnellen Spielverlauf? Im Karteneditor ist Pause, Play und schneller Vorlauf verschwunden. Die fehlen mir. Im Karteneditor ist Pause, Play. Du, das weiß ich echt nicht, ob das in dem Karteneditor weg ist. Also hier oben, okay, du siehst es jetzt gerade nicht, aber hier oben ist er ganz normal Pause, Play und schnelle Geschwindigkeit, da wo ich jetzt bin, wo mein Overlay drüber sitzt. Aber ob das jetzt in dem Editor-Modus ist, also ich bin relativ wenig im Editor-Modus. Vielleicht kann der Ebis ja dazu was sagen. Der ist ja öfter mal zugegen. Der kann das bestimmt beantworten. Ja, aber im Karteneditor ist er weg, okay. Ebis, du wirst gefragt. Du bist Experte, was den Karteneditor angeht. So, und warum mache ich das jetzt hier? Ganz einfach. Ich finde, das passt hier besser, als wenn ich unterirdische Leitungen verlegen würde. Im Karteneditor geht das nicht. Kannst aber die Tageszeit einstellen. Da war es auch schon flott die Antwort. So, der ist auch okay. Jetzt. Könnte man ja hier so lang gehen. Dass wir hier vielleicht hier unsere Stadt hin basteln. Ohne Dollar. Vielleicht hier so an einem Bergrand oder sowas. Ein schnell Vorausspulen gibt es nicht im Editor. Also für den Editor ist der liebe Ebis zuständig. Wie gesagt, der kann da gut ordentlich was beantworten. Bis vor Tagen ging es noch, wurde erst vor 2 Tagen oder so rausgenommen. Leertaste ist Pause, mir fehlt der schnelle Vorlauf. Die Schafe rasieren alles Grüne weg, ja. Bis vor Tagen schon.
Ja, dann kam vielleicht wieder ein anderes Update nochmal zwischendurch.